waren Hangela, Hans-Gerd Pöttering, die beim Augenblick der Wiedervereinigung Angst hatten. Sie hatten Angst, weil es Männer und Frauen waren, die ihren Blick nach hinten gerichtet haben, nicht nach vorne. Das war ein schöner Tag des Friedens, als die Mauer in Berlin gefallen ist. Es war ein Tag des Friedens, als Millionen Europäer, die gelitten haben, wie du, Angela, unter dem Kommunismus, als endlich sie die Freiheit erlangt haben. Frankreich musste damals und wollte an eurer Seite stehen. Und wir, was sind wir bereit für Europa zu leisten? Es reicht nicht, einen Sonntag zu opfern, um für Europa die Stimme abzugeben. Das ist das Mindeste, was man verlangen kann. Europa hat uns den Frieden gebracht. Europa hat ein Wirtschaftsmodell geschaffen. Aber man muss mehr sich vorstellen. Mit Angela Merkel zusammen wollen wir ein Europa mit Institutionen, die den Namen verdienen. Europa kann nicht weiter alle 6 Monate den Vorsitz ändern. Europa kann nicht weiterhin sich nur einigen auf das Mindestmaß, wobei die ganze Welt das Maximale von Europa erwartet. Was wollen wir? Wie soll dieses Europa aussehen? In 20 oder in 30 Jahren? Und ich möchte zum Abschluss Ihnen und euch sagen, wir wollen ein Europa, das der Welt seine Werte nicht aufdrängt, aber ein Europa, das den Mut hat, seine Werte zu verteidigen, am Tisch des großen Konzerts der Völkergemeinschaft in der Welt. Ein Modell ohne Zwänge, ohne Regeln ist zusammengebrochen. Ich fühle mich sehr nahe zu den Vereinigten Staaten von Amerika. Und deshalb wollte ich, dass Frankreich wieder voll und ganz in die NATO integriert wird. Aber ich sage es auch, wie ich es denke. Ein System ohne Regeln, ohne Vorschriften, ohne genaue Verhaltensweisen, wo die Risiken immer nur auf den Schultern der Gleichen und die Profite immer nur auf den Schultern der Gleichen ruhen. Ein solches System wollen wir nicht mehr, denn unsere Verantwortung, wir müssten dann zu unserer Verantwortung stehen, wenn wir dies tolerieren würden, dass das weiter so bestehen würde. Ein System, wo man weiterhin die Ressourcen dieses Planeten weiter ausbeuten könnte, ohne sich um die Zukunft ihrer eigenen Kinder zu kümmern. Ein solches System wollen wir nicht mehr. Dieses System, das ist Europa, für das Europa kämpfen könnte und das Europa und andere Werte vorschlagen kann. Und als es darum ging, in Georgien, Russland zu sagen, ihr habt nicht das Recht, in ein unabhängiges Land einzumarschieren und gleichzeitig aber auch Gesamteuropa zu sagen, wir dürfen die Russen nicht als Gegner betrachten. Da hat Europa den Frieden durchgesetzt. Da hat Europa eine ausgeglichene Haltung erreicht. Nicht durch die Waffen, aber durch Diplomatie und durch Politik haben wir dies geschafft. Liebe Freunde, sind Sie sich dessen bewusst, was dies für einen französischen Präsidenten bedeutet, eingeladen zu sein nach Berlin durch die Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschland und der deutschen Jugend sagen zu dürfen, Frankreich liebt euch, Frankreich bewundert euch, Frankreich ist euer Freund. Können Sie sich vorstellen, was das bedeutet, für einen französischen Präsidenten sagen zu dürfen und sagen zu können, Frankreich hat keine Angst vor euch, Frankreich möchte euch gleichen, wenn es darum geht, eure Technologie, eure Industrie, die Kompetenz ihrer Arbeitnehmer
nachzumachen, zu erreichen, in den Vorstellungen, die Sie haben von der Kraft des Euro, von dem ausgeglichenen Haushalt, öffentlichen Haushalt. Frankreich will das, was ihr als Bestes tut, auch erreichen und tun. Natürlich ist es so, dass zwischen den Ersten in Europa und dem Zweiten in Europa jeder seine Interessen natürlich verteidigt. Und ich kann Ihnen dazu sagen, wenn Angela die Interessen Deutschlands verteidigt, dann ist sie eine Frau, die ich bewundere und die ich respektiere, weil sie bringt sich voll und ganz ein in die Verteidigung der Interessen Deutschlands. Ich auch. Ich muss die Interessen Frankreichs verteidigen. Aber es ist eine gute Neuigkeit für euch, für Sie, junge Deutschen. Frankreich ist dabei, sich zu verändern. Frankreich modernisiert sich. Frankreich ist voll und ganz in Europa eingebracht. Frankreich bringt sich voll und ganz in die Freundschaft zwischen Deutschland und Frankreich ein. Die UMP bringt sich voll und ganz ein in die Solidarität in der EVP mit der CDU und mit der CSU. Und liebe Freunde, bitte gestatten Sie mir von ganzem Herzen zu sagen, es lebe Deutschland, es lebe Frankreich, und es lebe die Freundschaft zwischen Deutschland und Frankreich. Meine Damen und Herren, der Präsident der Französischen Republik, Nicolas Sarkozy.